Sollen wir Taurus KEPD 350 Lenkflugkörper in die Ukraine schicken? Hallo, ich bin Jens Christ. Und ich bin jetzt hier auf der Bundeswehrseite, also der offiziellen Seite von der Bundeswehr. Und die hat jetzt hier diese Waffe vorgestellt, ja. Und jetzt ist die Frage, sollen wir so eine Waffe in die Ukraine schicken? Übrigens, das Teil kostet so ungefähr 1 Million Euro. Ja, und wir haben ein paar davon noch, also einige sind auch nicht mehr funktionstüchtig, die würden wir dann in die Ukraine schicken. Na gut, vorher würden wir sie dann aber vielleicht noch wieder funktionstüchtig machen. Okay, wir haben aber auch funktionstüchtige, die könnten wir auch in die Ukraine schicken. Jetzt ist die Frage, sollen wir das machen? Übrigens, interessant, was bedeutet eigentlich der Name? Der Name ist eine Abkürzung. Ich spreche das jetzt nicht aus, wegen mein Englisch. Also T-A-U, das End lassen wir mal weg. D, das D lassen wir anscheinend auch weg. Warum auch immer. Ja, dann würde es ja Tadros müsste es eigentlich heißen. Wer auch immer dann da kam, das hier wegzulassen. Okay. R-U-S. Ja. Und dann dieses K-E-P-D, das steht hier für diese Wörter. Dann halt dann also. Na gut. Hier gibt es noch einen Imagefilm, 60 Sekunden von der Bundeswehr. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch den mal angucken. Dann halt. Ja. So viel zu dem Lenkflugkörper. Und jetzt ist die Frage, sollen wir den hier in die Ukraine schicken? Ja, es gibt hier eine Wikipedia-Seite, da steht dann auch noch mal hier, dass wir hier mal 600 davon bestellt haben und hier kommt so ungefähr der 1 Euro pro Lenkflugkörper, ein bisschen weniger dann halt dann so raus. Ja. Das Ganze habe ich auch nochmal bei der Tagesschau gefunden, wobei ich habe zwei Seiten bei der Tagesschau, die werde ich auch verlinken, die ich mir mal durchgelesen habe. Hier wird auch ein bisschen was bezeichnet zu der Namensbezeichnung, habe ich euch schon erklärt dann halt dann also. Ja, das Interessante bei den Raketen ist, also sie werden erstmal mit einem Flugzeug hochgebracht und dann losgeschossen, aber wenn sie dann fliegen, dann können sie sehr, sehr weit fliegen. Bis zu 500 Kilometer. Und das ist schon sehr weit. Und damit könnten sie rein theoretisch von der Ukraine Moskau erreichen. Und das ist die große Gefahr, die befürchtet wird, dass die Ukraine damit eventuell Moskau angreifen könnte. Okay. Der große Vorteil der Waffe ist halt, dass sie ja sehr, sehr große Sprengkraft auch haben. Und damit Bunker oder irgendwie andere Anlagen zerstören können. Zum Beispiel auch die Brücke bei der Krim. Da war jetzt erst vor kurzem ein Beitrag, dass Russland da anscheinend irgendwie eine Diskussion zwischen irgendwie Bundeswehrleuten irgendwie mitgeschnitten hat über dieses System. Und die haben dann auch spekuliert, ob das gegen die Brücke bei der Krim benutzt werden könnte, um die Brücke zu zerstören. Ja, okay. Also die große Reichweite geht dann da so. Hier steht das übrigens, wie viele Marschflugkörper wir noch haben, die einsatzbereit sind. Und hier steht dann auch, wie viele wir noch hätten, die aber dann halt funktionstüchtig gemacht werden müssten. Ne? Ja, große Reichweite habe ich jetzt hier schon gesagt. Und das ist halt der große Vorteil. Man muss nicht in den Luftraum, in den feindlichen Luftraum eindringen mit einem Flugzeug, sondern kann diese Waffe dann halt abschießen und die fliegt dann durch den Luftraum, wenn sie dann abgefangen wird, ja, dann wird sie abgefangen, ist 1 Million dann halt verpulvert, einfach so. Ansonsten trifft sie dann halt irgendwie das Ziel dann halt. Dann also, ne? Der Scholz, kommen wir auch gleich dann noch dazu, der hat halt die Befürchtung, dass diese Waffe benutzt werden könnte, um halt Russland oder Gebiete auf Russland anzugreifen. Und dann kamen da einige Beispiele dann halt, wie man es vielleicht verhindern könnte, indem man zum Beispiel die Raketen umprogrammiert, sodass sie eine kleinere Reichweite haben. Oder dass sie bestimmte Gebiete gar nicht
anfliegen können, dann halt. Die arbeiten mit GPS und dass denen das verboten wird, irgendwie in den feindlichen Bereich reinzufliegen, dann halt. Das könnte man sich überlegen, dass man das umprogrammieren könnte. Jetzt könnte man sich aber auch überlegen, vielleicht hat ja die Ukraine auch irgendwelche Experten, die das wieder rückgängig machen könnten, dann halt, ne? Das ist halt so eine Sache, dass man das nicht so genau weiß. Aber dazu kommen wir später dann auch noch. Wobei, viel mehr steht jetzt hier in den Artikel auch nicht drin. Dann kommen wir doch jetzt hier zu den anderen. Also, Scholz sagt, nein, wir liefern nicht. Und er sieht halt die Gefahr, dass wir uns dadurch dann als Kriegspartei machen würden. Also, dass wir dann für Russland mit als Kriegspartei zählen würden. Wobei, ich glaube, Russland sieht uns jetzt schon als Kriegspartei, weil wir halt die Ukraine mit Waffen unterstützen. Aber gut, er sagt halt, wenn wir das umprogrammieren wollen, also verhindern wollen, dass sie irgendwie Russlands Gebiete angreifen könnten, dann müssten wir Soldaten in die Ukraine schicken, um die Flugkörper zu programmieren, wenn sie dann also fliegen sollten. Und dann wären von uns Soldaten in der Ukraine, die dafür sorgen, dass Waffen gegen die Truppen von Russland fliegen. Was ja dann eigentlich dazu führen würde, dass wir uns aktiv in diesem Krieg beteiligen würden. Und das ist etwas, ja, wo dann halt Scholz sagt, nee, das machen wir nicht. Also das tun wir halt nicht. Einige sagen, man könnte ja auch das Ganze von Deutschland aus programmieren. Ja, allerdings ist es ja dann wahrscheinlich noch immer so, dass wir irgendwie diese Waffen programmieren würden. Wenn wir jetzt irgendwie so eine Einrichtung einbauen würden, dass wir gar nicht das Ziel eingeben, sondern dass wir verhindern, dass bestimmte Ziele angeflogen werden könnten, dann würden wir halt nicht das Ziel bestimmen. Dann könnte man sich überlegen, ob wir dann halt Kriegspartei wären oder nicht. Aber wenn wir auch von Deutschland halt das Ziel bestimmen, wohin das dann also fliegen sollte, ja, dann geben wir doch hier das Ziel ein, wohin eine Rakete fliegt, und somit bestimmen wir doch dann, welche Truppen angegriffen werden. Und ja, also wenn die USA mit ihren Waffen von der USA aus irgendwelche Stellungen angreift, dann greift die USA ja noch immer diese Stellungen an, auch wenn sie dann halt zu Hause in den USA sitzen dann halt, ne? Und wenn wir Deutschen das machen würden, irgendwie Waffen programmieren würden mit den Zielen, dann würden wir das ja auch. Aber ich weiß nicht, ob wir nur die Beschränkung da einbauen, dass wir gar nicht die Ziele einprogrammieren, oder ob wir dann auch die Ziele bestimmen. Da gibt es halt eine Diskussion darüber. Und Herr Scholz sagt dann halt, wir können gar nicht von Deutschland aus die so programmieren, dass sie nicht Russland erreichen. Wir müssen in Russland sein dazu, in der Ukraine sein, um das zu tun dann halt. Und dann wären wir irgendwie Kriegspartei. Ja, und andere sagen, nee, das stimmt nicht, informier dich doch mal, und man kann die auch von Deutschland irgendwie programmieren oder sowas dann halt dann so, ne? Ich selber bin jetzt kein Waffenexperte, kann auch nur das lesen, was die jetzt hier so behaupten. Aber ich will mal ein anderes Szenario aufspielen. Also wir wollen ja nicht, dass Russland mit der Waffe angegriffen wird. So. Jetzt wissen wir aber auch, Russland ist, die tricksen manchmal oder die lügen manchmal dann halt. Also. Und ich würde jetzt mal überlegen, wir haben jetzt diese Diskussion, sollen wir unsere Waffe einsetzen oder nicht? Und was wäre denn, wenn irgendwann Berichte dazu kämen, dass so eine Rakete irgendwo in Russland eingeschlagen ist? Vielleicht in Moskau. Ja, dann würden wir sagen, oh, böse Ukraine, wie kannst du das nur machen? Ja, aber vielleicht hat das die Ukraine gar nicht gemacht. Denn es könnte ja sein, dass Russland irgendwie versucht zu tricksen, so zu tun, als ob eine dieser Raketen Moskau erreicht hätte. Also ich bin mir durchaus, ich glaube durchaus, dass Russland das könnte. Ich glaube, die könnten irgendwie tricksen. Vielleicht machen sie eine große Explosion in Moskau, beschießen Moskau irgendwie mit was anderem dann halt. Aber vielleicht haben sie ja dann irgendwo Bruchstücke von dieser Rakete,
Sie wurden ja auf ihrem Gebiet auch, also in der Ukraine, mal irgendwo vielleicht damit beschossen, nehmen dann dieses Material und verteilen das dann bei sich so irgendwie. Also ich glaube schon, dass Russland das irgendwie tricksen könnte. Und dann würde Russland sagen, boah, wir sind jetzt hier von Deutschland angegriffen worden. Und dann würde vielleicht Russland behaupten, ja, damit sind sie ja schon Kriegspartei geworden. Ja, wir unternehmen jetzt noch keine Schritte gegen Deutschland, aber sie sind jetzt ja schon Kriegspartei geworden. Das könnte ja dann Moskau eventuell sagen, auch wenn es nicht stimmen würde. Dann so, ne? Ja, wie würde dann Deutschland reagieren? Würde Deutschland dann nicht logischerweise sagen, oh, nee, bitte nicht uns als Kriegspartei zählen? Ja, ist blöd, dass da jetzt eine Rakete von uns dann da so gelandet ist in Moskau. Wir ziehen uns komplett zurück. Wir geben keine Hilfe mehr der Ukraine. Das würde doch ein viel größer Schaden für die Ukraine sein, weil wir liefern ja nicht nur diese Waffen und ja, maximal könnten wir 450 plus irgendwie, wo stand es dann da so irgendwie? Ich glaube, es waren 450 plus irgendwie 170 oder sowas. Also so viele Flugkörper könnten wir maximal dahin liefern. Also. Und an Waffen, ich meine, was kann man mit 1 Million an Waffen, an anderen Waffen kaufen, die vielleicht auch irgendwie helfen, den Krieg zu gewinnen? Und das sagt auch Scholz. Scholz sagt hier, was die Ukraine jetzt braucht, sind vor allen Dingen Munition. Munition braucht die Ukraine. Das sagt hier Scholz. Und vielleicht sollten wir eher mehr Munition liefern, dass sie mehr den Krieg gewinnen. Also die Ukraine hat zurzeit tatsächlich sehr starke Probleme. Sie wird zurückgedrängt von Russland in einigen Gebieten, weil einfach Munition fehlt. Und vielleicht könnte man anstelle dann halt die 1 Million in was anderen investieren, in andere Munition und damit die Ukraine vielleicht noch mehr unterstützen. Das ist so ein bisschen das Diskussionsthema dazu. Übrigens, wo stand das hier? Es gibt nämlich zwei Länder, die ähnliche Waffen liefern, die anscheinend aber nicht so gut sind. Das ist hier Franzosen und Briten. Die liefern ähnliche Waffen. Das eine ist das hier und das andere ist das hier. Abgesehen davon, dass die einfach nur anders heißen, ist es aber das gleiche Waffensystem, ja, also was dann da drin ist. Und die programmieren das anscheinend selber. Da gibt es aber Vermutungen, dass die Briten mit irgendwelchen Soldaten teilweise schon in der Ukraine sind, um das zu programmieren. Aber das ist nicht die Waffe, die wir da hinschicken wollen. Wir haben natürlich bessere Waffen, wir sind ja die Deutschen, wir haben die besseren Waffen dann halt. Und ja. Allerdings, es wird auch gesagt, auch von den Befürwortern dieser Waffe, dass das nicht dazu führt, dass also dieses Taurus ist keine Wunderwaffe. Das heißt, damit kann man vielleicht einige Anlagen zerstören, vielleicht die Brücke über die Krim dann halt, was Russland sehr schwächen würde. Wenn die Krim abgeschotten wäre von den Festland von Russland, wäre das jetzt nicht so gut für die Krim dann halt. Also, ne? Also das wäre schon ein sehr guter Sieg für die Ukraine, wenn diese Brücke nicht mehr benutzt werden könnte. Dann halt. Also, so. Und das würde einige Rohstoff- oder Ressourcenlieferungen von Russland an die Krim unterbinden. Dann halt. Also, ne? Also die Waffe hat schon Potenzial, den Krieg ein bisschen zu verändern, dann halt dann so. Also. Allerdings glaube ich auch, die Ukraine braucht im Wesentlichen zurzeit mehr Munition. Schwieriges Thema und ich persönlich würde sagen, wir brauchen das nicht liefern. Wir werden damit zwar jetzt nicht sofort Kriegspartei, auch wenn wir das jetzt machen würden,
Jedenfalls nicht mehr, wie wenn wir jetzt andere Waffen dahin liefern würden, dann halt immer so. Auch wenn ein paar Soldaten auf der Ukraine dann wären, wenn wir das Ganze programmieren würden, sodass wir das Ziel eingeben würden, dann wären wir vielleicht eher Kriegspartei. Ich weiß es nicht, aber das ist gar nicht so die Gefahr. Die Gefahr sehe ich eher, dass wir ziemlich viel Geld reinstecken in eine Waffe, die zwar eine gewisse Wirkung hat, aber vielleicht könnte man mit Munition mehr erreichen, mit anderer Munition fürs gleiche Geld. Und dann halt die Gefahr, wie reagiert Russland darauf? Russland wird natürlich nach unserer Diskussion in Deutschland alles tun, um irgendwie Verwirrung in Deutschland auszulösen dann halt. Ne? Also es wird wahrscheinlich, wenn wir die rüberschicken würden, von irgendwelchen russischen Politikern da Behauptungen kommen, dass wir dadurch Kriegspartei werden würden, weil wir haben diese Vorlage ja geliefert dann halt. Ne? Wir haben eine Diskussion, wären wir damit Kriegspartei? Ja, warum sollte Russland diese Vorlage nicht annehmen und dann sagen, wenn wir es machen würden, ja, jetzt ist Deutschland Kriegspartei geworden. Naja, dann wären aber Franzosen und Briten auch schon Kriegspartei. Schwieriges Thema. Das waren so meine Gedanken zu den Ganzen. Du kannst ja mal unten in die Kommentare schreiben. Bist du dafür, dass es diese Lieferung an die Ukraine gibt oder dagegen? Ich persönlich bin nach allem, was ich jetzt weiß, eher dagegen. Ähnlich wie Scholz. Aber vielleicht sagst du auch, boah, damit würde der Krieg ja sowas von schnell beendet werden. Und deswegen müssen wir es tun. Ja, schreib das unten in die Kommentare. Das waren meine Gedanken. Und ich wünsche euch jetzt Gottes Segen. Und hoffen wir mal, dass der Krieg irgendwie möglichst schnell beendet wird.